Hallo, heute ist doch nicht Sonntag. Ich weiß. Und wenn ich mich nicht irre, beginnt genau in 37 Minuten dein erster Unterricht. Nicht mehr. Wie, was nicht mehr? Das verstehe ich nicht. Was heißt das? Ich gehe nicht mehr hin. Jetzt ist endgültig Schluss. Ich gehe nicht mehr in diese Schule. Was ist los? Gestern wollte ich gerade meinen Sportunterricht beginnen. Da gab es eine Prügelei zwischen einigen Schülern. Ich gehe dazwischen. Mit Mühe kann ich sie trennen. Da bieten sie mir eine Runde auf der Matte an. Sie wären alle bereit. Auf der Matte war das damals mit Oliver. Und alle standen herum und lachten und grinsten. Nein, Justus, in diese Schule gehe ich nicht mehr. Die Sache bleibt an mir hängen, von einem Jahrgang zum nächsten. Dann bleibst du halt hier. Du gibst die Wohnung ja nicht auf. Du vermietest sie nur. Ja, klar. Trotzdem bin ich ein bisschen traurig. Ach, Lisa. Wenn es dir im Dorf nicht mehr gefällt, kommst du eben wieder hierher zurück, oder? Ich nehme das schon. Caroline? Danke. Vielen Dank. Du rufst an, wenn ihr gut angekommen seid. Versprochen? Kein Problem. Und schnall dich an. Wir sind. Deinen Pulli hast du. Hab ich alles. Und brecht euch nicht die Beine. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Fleckhaus. Wir gehen nur bei besten Bedingungen auf den Gletscher. Schön zum Essen. Gut schaust du aus. Hallo, Opa. Wachst du schon der Bart, ne? Wo ist denn die Franzi? Ah, die hat's wohl nicht mehr geschafft. Geht dir schlecht? Im Gegenteil. Hier, geh mal! Hol! Na los! Maxl, mei, bin ich froh, dass du mal wieder länger daheim bist. Ja, ich bin ja auch froh, dass ich länger da bin. Sei mir nicht böse, dass ich zu spät komme. Nein, es macht ja nichts. Als Bürgermeisterin ist man dann doch immer irgendwie im Stress, oder? Ich bin nicht immer froh. Lass mich hier raus!
Spaß. Und grüß Max von mir. Mach ich. Und in 4 Tagen holt ihr mich hier am Bahnhof ab, okay? Klar, alles wie ausgemacht. Hast du eigentlich Angst? Wenn meine Mutter was davon erfährt, dann dreht sie durch. Das meine ich nicht. Du meinst, wenn es passiert, dann passiert es eben. Und ich hab den Max echt gern. Und endlich auch. Das weiß ich. Wird schon schief gehen. Ciao. Ist doch so. Du verlierst das eine und gewinnst dafür was anderes. Und gezählt werden die Erbsen sowieso erst im Friedhof. Der Spruch konnte wieder nur von dir kommen. Hm? Komm her, du musst dich entscheiden. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele auf eine Wohnungsannonce reagieren. Ja. Psychologen-Ehepaar aus Wien sucht Ausweichwohnsitz. Ja, wahrscheinlich, um ihre Beziehungsprobleme zu klären. Nee, den Single wäre mir lieber. Mhm. Dann hätten wir hier einen Gastprofessor aus Japan. Ja, nicht schlecht. Oder hier. Miguel de Santos. Das klingt doch spannend, oder? Wer ist Miguel? Ein spanischer Choreograf. Sucht was für eine Spielzeit. Du, den ruf doch mal an. Eine Spielzeit hört jetzt in Sonnenstein bestimmt aus. Hey, 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 Max. Hey, alles klar? Ja. Habt ihr Ferien? Ja, ja, klar. Na, dann werden wir uns ja öfter sehen, oder? Hm? Wird sein. Was soll dir was helfen? Na, nix, ist der letzte Rest. Was ist denn das für Teppich? Das ist kein Teppich, das ist meine Hängematte. Hm. Apropos Hängematte. Du musst mir einen großen Gefallen tun. Komm, spuck's aus. Also, da war eine Freundin und oben ist das Gästezimmer, oder? Ja, und? Ja. Und die Freundin, die wird gerade ein paar Tage da bleiben. Deine Freundin? Ja, meine Freundin. Und beim Opa und bei der Franzi, da ist es ja... uncool. Uncool, ja. Naja, wenn's bei mir cooler ist, bring sie halt vorbei. Ja? Ja, klar. Okay, super. Kommst mit rein? Ja. Na, dann komm. Schau. Das ist der Tresorschlüssel. Das ist der wichtigste von allen. Was man nicht alles denken muss. Also pass auf, bevor du die Post zumachst, sperrst du das ganze Geld, alle Briefmarken, alle Schecks und Zahlscheine in den Tresor. Das ist ganz wichtig. Schon wegen der Versicherung, weißt du? Falls mal was wegkommen sollte. Das ist schon klar soweit. Und die Post, die gebe ich dann in die Fächer. Ja. Ach, da schau her, das ist... Sag mal. Was ist denn? Was hast denn? Komm, setz dich. Bloß ein bisschen Ohrenschmerzen und geht gleich wieder weg. Wacki, wegen Ohrenschmerzen zuckt doch nicht dein halbes Gesicht. Nein, ich bin halt so nervös. Morgen lässt du dich vom Dr. Hallstein untersuchen, Anna, gell? Geh doch gleich zum Doktor wegen so einem Gamsfurz. Ich bin doch nicht der Konrad. Du gehst, weil sonst kriegst du die Poststelle nicht. Bist. Ich pack's nicht. Ja, klar bin ich gekommen. Ich pack's wirklich nicht. Dann pack wenigstens meine Tasche mit an. Ja, sicher, sorry. Gemma.
bisschen weiter nach rechts. Na halt, das war jetzt zu viel. Ja, ja. Mhm. So. Und jetzt ein Stück runter. Grad halten und nur ein kleines Stück runter. So, jetzt passt's, ja. Grüß Gott. Ja, Moment bitte. Für dich, Luis. Moment, Funktion als Bürgermeister oder Luis? Eine Frau Finke. Ah ja. Franzi, das ist für dich. Komm. Du machst dir gerne den Vortritt, Frau Bürgermeisterin. Bitte schön. Ja, Pirchner. Nein, der Herr Kofler, der ist nicht mehr der Bürgermeister. Da müssen Sie schon mit mir vorlieb nehmen. Einfach aufgehängt. Tja. War das am Ende der Verirrung von dir, Luis? Nicht direkt, Franzi. So, ihr Lieben, ich muss packen, ich habe noch Termine. Ob du bist. Ja, das Koffer. So. Ah, Hilde. Du. Vielen Dank, Hilde. Und ich wünsche dir alles Gute, gell? Danke. Ich wünsche dir auch alles Gute. Es war eine angenehme Zeit mit dir. Und das hört man gern, aber mit der Franzi wird es sicherlich genauso angenehm. Franzi, ich wünsche dir was. Danke schön. Wer weiß. Frau Bürgermeisterin, mein Arm wird langsam steif. Ach, Jesus, nein, Herr Konrad. Ich hab gedacht, Sie schlagen einen Nagel in die Wand und hängen das Bittel einfach dran auf. Ach so. Okay. Ja, aber wissen Sie denn jetzt noch, wo es hin soll? Ja, ja. Da müssen wir jetzt nicht mehr von vorn anfangen, gell? Na, gefällt dir das Zimmer? Wunderbar, alles in Ordnung, Herr Doktor. Den Doktor lässt du gleich mal weg. Ich heiße Justus. Ja, wir gehen jetzt jedenfalls spazieren. Gut, mach das. Sag mal, Lara, wissen deine Eltern eigentlich Bescheid, dass du hier bist? Ja, ja, sicher wissen sie Bescheid. Dann ruf doch an und sag, dass du gut angekommen bist. Mach ich. Hey, jetzt gleich. Jetzt gleich? Ja, komm, hier ist das Telefon. Da ist so ein Anrufbeantworter. Hallo, hier ist Lara. Ich wollte nur sagen, wir sind gut angekommen. Die Unterkunft ist okay und das Wetter auch. Wir waren doch schon oben. Die Bohrs sind prima gegangen. Also, ich melde mich wieder. Ciao! Grüß Gott, ihr habt ja was schon. Ja. Ja. Ja, um Gottes Willen. Bitte, was ist denn? Was ist denn passiert? Wie geht's dir denn? Ist der. Ja, ist der schlecht geworden oder was? Also, geht's vielleicht, wenn ich dir ein bisschen abhebe auf den Sessel? Komm her. Zwei Schritte, was ist denn? Warte. Geht's so? Ja, ich muss sofort den Doktor anrufen. Nein, ich bring dich jetzt selber hin, das ist gescheiter, gell? Keine Angst, ich bin stundenlang gesessen. Komm. Und? Gefällt's dir da? Ist echt wunderschön hier. Und das Wasser, das sieht aus wie Diamanten. Klassischer Fall von Morbus Postalis, der Postlerkrankheit. Bitte, Anna, komm. Jetzt, der Herr Doktor. Was geht denn mit der Frau? Mit dem Blutdruck? Das ist gut, Herr Doktor. Lass mal. Ich grüße Sie. Herr Konrad, danke vielmals. Danke, wir machen das. Es ist aber wirklich. Danke, wenn Sie bitte draußen warten. Ne? Postalis. Danke.
Hals. Was fehlt Ihnen? Eigentlich nichts, bloß ein bisschen Ohrenschmerzen. Haben Sie öfter Ohrenschmerzen? Ich von klein auf immer mal ein bisschen Ohrenentzündung. Und immer auf der rechten Seite? 95,50. Oh, das ist aber nicht viel, Frau Pölz. Ja, deswegen bin ich vorher umgefallen wahrscheinlich. Mhm. Na, dann schauen wir uns jetzt mal Ihr Ohr an. Christel, setzen Sie mir bitte auf, ja? Ich kann nicht. So. Aha. Ah ja, der Gehörgang, er ist frei. Da ist nichts. Frau Pölz, das Zucken, hängt das mit den Ohrenschmerzen zusammen? Ja, mit den Ohrenschmerzen, mit dem Stress heute und so. Mhm. Versuchen Sie doch mal zu pfeifen. Pfeifen? Ja. Das geht nicht. Geht nicht? Ja. Christel, die Stimmgabel bitte. Frau Pölz, jetzt machen wir noch einen Test. Herr Doktor, das ist wirklich Morbus Postalis. Sie können mir... Herr Konrad, raus bitte! So, setze ich Ihnen die Stimmgabel auf den Kopf an. Und dann sagen Sie mir, auf welcher Seite Sie den Ton hören, ja? Links. Links? Christel, Urin und Blut bitte. Ja. Aber treiben Sie jetzt nicht, Herr Doktor. Ich meine, wegen Sie ein bisschen Ohrenschmerzen da. Frau Pölz, die Symptome müssen wir schon ernst nehmen. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Aber ich fühle mich so ein Fünfmal gesund. Außerdem bin ich verantwortlich für die Poststelle. Und ich für Ihre Gesundheit. Lisa Brunner? Herr Santos. Santos. Miguel de Santos. Entschuldigung, Herr Santos. Sie sind ja schon da. Kommen Sie doch bitte rein. Danke. Danke. Sie brauchen die Wohnung sofort? Wenn man im Theater schlafen muss, weil die Hotels alle ausgebucht sind. Dann ist einem jede Bude recht, das ist mir klar. Ute Decker. Miguel de Santos, hallo. Wie eine Bude schaut das nicht gerade aus. Ja, bitte schauen Sie sich um. Die Wohnung gefällt mir. Ist groß und hell. Hier würde ich gerne eine Spielzeit lang wohnen. Sie sind Choreograf? Ja. Was machen Sie gerade in Innsbruck? Ich inszeniere Carmen als Spettacolo de Baile. Tanztheater. Ah, und es geht? Ich habe die gleiche Inszenierung in Oslo gemacht. Sie läuft dort noch immer. Sehr gut. Waren Sie gerade in Norwegen? Schön. Ja, und wo gehen Sie hin? Ich gehe nach Sonnenstein. Das liegt gar nicht... Sonnenstein? Schöner Name für einen Lebensraum. Klingt viel schöner als Mülheim an der Ruhr, Turin, Brügge. Sonnenstein. Rocca del Sol. Das hat Musik. Rocca del Sol. Eine Wohnung sagt viel über den Menschen aus, der sie bewohnt. Ach ja? Und was können Sie hier so über Lisa wahrnehmen? Der Mann, der sie bekommt, wird sehr glücklich sein. Aha. Wissen Sie, es gibt Höhlen und Nestbewohner. Hier wohnt ein Nestbewohner, der Licht, Luft, Weite, Freiheit liebt. Mit einem guten Gefühl für Rhythmus. Gut gesagt. Lisa hat übrigens früher selber getanzt. Ach. Ja, aber ganz unprofessionell. Ist lange her. Das ist aber schade, wenn es vorbei ist. Der Tanz ist die Sprache der Körper. Eine Sprache, die keine Grenzen kennt. Ja, das finde ich auch. Tatsächlich? Kann beim Tanzen wahre Glücksmomente empfinden. Ja. Herr Miguel, wäre es vielleicht möglich, dass wir mal bei einer Probe zuschauen? Pues claro. Es ist nie passiert.
Es ist mir eine Ehre. Ja, also abgemacht. Was ist abgemacht? Naja, also Miguel bekommt den Mietvertrag und wir schauen dann bei einer Probe zu. Es ist schön bei dir. Ehrlich? Ganz ehrlich. Glaubst du, wir passen da beide rein? Probieren wir es aus. Du spinnst ein bisschen. Oh. Probieren wir es eben noch einmal. Komm. Jetzt du, komm mal. Ich schaff's nicht. Doch, ich schaff's. Es ist kein Problem. Ja, schon. Ja. Ups. So. Doch, es geht ja. Gernot, hier spricht Betty. Lara hat auf dem Anrufbeantworter gesagt, sie wären schon mit den Boards auf dem Gletscher gewesen. Und weißt du, was ich gerade gefunden habe? Ihre neuen Schuhe, die sie sich nur für diesen Urlaub gewünscht hat. Ausgeschlossen. Lara hat so empfindliche Füße, sie kann sich nicht jedes x-beliebige Leibhaar anziehen. Gernot. Ich bin mir ganz sicher, Gernot. Da stimmt etwas nicht. Mein Gott, nein, jetzt ist der Bub den ersten Doktor heim und ich habe keine Zeit, dass ich ihm seine Leibspeise koche. Der Maximin ist heute Abend beim Dr. Hallstein zum Essen. Ach, das ist mir aber sehr recht. Weil, weißt du, ich muss nämlich schnell noch einmal zum Bezirksgericht nach Telfs wegen einer Beglaubigung. Was mit dem Bus? Ja, mit dem Radl ist es zu weit. Ja, und nächste Woche, da muss ich dann gleich zweimal nach Innsbruck. Wie machst du das alles mit der ganzen Umfahrerei? Weißt du was, Pankratz? Ich brauche ein Auto. Solange ich Pankratz Obermeier heiße, kommt mir keine so stinkende Blechkiste vors Haus. Tja, dann musst du halt deinen Namen ändern, Pankratz Obermeier. Na? Na, an wen hast du die Wohnung vermietet? Erzähl. Ein spanischer Choreograf. Der will ein Spielzeug lang dran wohnen. Hm. Ein Choreograf? Hm. Toll. Er inszeniert Carmen am Landestheater. Er hat Udo und mich zu einer Probe eingeladen. Na und, gehst du hin? Ich weiß nicht. Warum nicht? Ist doch sicher interessant. So ein Angebot kannst du doch nicht ablehnen. Frau Fleckhaus, das ist aber... Wo ist Lara?
Wo ist Lara? Ihr müsst es uns sagen. Ich mache mir solche Sorgen. Sie ist bei ihrem Freund. Wo? In Sonnenstein. In 4 Tagen holen wir sie am Bahnhof ab. Bei ihrem Freund? Nein. Und wie heißt dieser Freund? Max. Maximilian Bogner. Ein Zeichen für die Ewigkeit. Wenn das Geländer umfliegt, dann hat die Ewigkeit den Pech gehabt. Ich hab dich vermisst heute Nacht. Ich dich auch. Na, so leicht dürfen wir es uns nicht machen, Anna. Ich habe heute Nacht von einem großen schwarzen Vogel geträumt. Er hat sich auf meinen Kopf gesetzt und drauf rumgehackt. Dann hat er mir wieder gesagt, ich komm dich jetzt holen, Anna. Ich komm dich jetzt holen, Anna. Davon kann gar keine Rede sein. Ich habe mir ihre Werte angeschaut. Ich habe mir ihre Werte angeschaut. Eine entzündliche Ursache können wir ausschließen. Und genaueres können wir erst nach der neurologischen Untersuchung in der Klinik sagen. Ich gehe in kein Krankenhaus. Da kommt man gesund und krank wieder raus. Wenn überhaupt. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, mit dem Dr. Fehrmann von der Uniklinik. Was? Sie haben Ihnen das erlaubt? Ich will noch nicht sterben. Wir wissen doch noch gar nicht, was es ist. Da kann man doch nicht von Sterben reden. Und so schnell stirbt man nicht. Ja, ich stirb mir nicht so schnell, das weiß ich. Eine Chemotherapie nach der anderen, eine Bestrahlung nach der anderen, bis nichts mehr von einem über ist. Man liest doch jeden Tag in der Zeitung. Ich gehe in kein Krankenhaus. Anna, du packst jetzt deine Sachen und ich fahre ins Krankenhaus. Nein. Nein. Bitte, nein. Ich will noch nicht sterben. Nein. Nein. Komm her. Ist ja gut.
Stretch it out. And let them push you away and go. Sforza. Okay. Keep looking at him. Do. Bisher spricht alles für deine Vermutung, dass es sich um ein Akustikusnarinom handelt. Mal was hoffen. Kann ich bei der OP dabei sein? Das habe ich mir gedacht. Juckt sich wieder, hm? For today, we're done. Bye. Thanks. See you. Bye-bye. Dis-moi, Miguel, à quelle heure la répétition demain, s'il te plaît? 10h, ça va pour toi? OK. Di cosa facciamo? Facciamo lo stesso, penso. Va bene per te? Va bene. Ok. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao. Vielen Dank, Miguel. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Du könntest dabei sein. Als meine Assistentin. Das kann ich nicht. Das kannst du. Ich weiß nicht. Thank you.
Lisa? Hast du keine Angst? Doch, und du? Ja, weil... Das weiß ich doch. Für mich ist doch auch das erste Mal. Wohnt hier Max Bogner? Ja, mein Enkel wohnt hier. Ist unsere Tochter bei Max zu Besuch? Ihre Tochter? Ja, Lara Fleckhaus. Man sagt uns, sie sei mit Max befreundet und zurzeit bei ihm zu Besuch. Das ist so ein Unsinn, also das ist ja doch... Wir wissen nichts von einer Freundin. Lara ist nicht hier. Ja, mein Gott, wo ist sie dann? Ja, jetzt beruhig dich, Betty. Herr Dr. Obermeier. Bitte lassen Sie uns mit Ihrem Enkel über die Sache reden. Das geht nicht. Der Bub schlaft noch. Dann werden wir ihn wecken. Betty. Sich aufhalten könnte. Mein Gott, der Maxl. Ich hab's gesehen, sie haben in ein Netz gelegen, beim Doktorhaus, und haben sich geküsst, der Maximilian und das Mädchen. Beim Doktorhaus. Lisa. 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 Ich komm gleich, ja? Heute stell dir meine Großeltern vor. Darf sie mit mir zum Snowboardfahren kommen? Allein? Mit 4 Mädels? Keine Angst, ich beschütze dich schon.
Lara? Lara? Lara, Kind. Zieh dich an und komm mit. Na, bravo. Kind. Schöner Doktor sind Sie, wenn Sie so etwas in Ihrem Haus zulassen. Jungs können überhaupt nichts dafür. Ihr behauptet, die Eltern würden alles wissen. Ich bin schuld. Nur ich, weil wir lieben uns doch. Und davon verstehst du noch nichts. Zieh dich sofort an und komm mit. Maximilian, was? Max. Na komm. Bis bald. Ja, 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 ich geh. Alles bestens. Und der große schwarze Vogel? Ist weg. In deiner Poststelle warten sie auf die Brieftaube. Ich komme. Jetzt in Fahndungsakte. Heute Nachmittag wurde Carla beigesetzt, das Mädchen aus Wilhelmsdorf bei Fürth. Ihr Schicksal erschüttert in diesen Tagen ganz Deutschland. Die Polizei hat inzwischen immer mehr Hinweise auf den Täter, doch der entscheidende Tipp fehlt noch. Helfen Sie, das Verbrechen an der 12-jährigen Carla aufzuklären. Fahndungsakte. Jetzt.